Herzlich willkommen zu Arlberg TV für Lech und Zuers. Mein Name ist Bernd Hupfauf und ich darf meine urlaubende Kollegin Isabel Stickler vertreten. Wir befinden uns hier hinter den Kulissen von Arlberg TV am Kern der Sache, nämlich unserem Schnittplatz, wo wir gerade die neueste Sendung zu Ende geschnitten haben. Im ersten Beitrag geht es um die Golf-Challenge in Lech und wir zeigen Ihnen nun, wie Golf im hochalpinen Gelände im Sommer funktioniert. Golf-Challenge dieses Jahr gestartet. Vier Hotels gemeinsam, Hotel Post, Hotel Goldener Berg, Hotel Austria und wir, der Berghof. Und es ist ein großer Erfolg. Wir haben über 30 Gäste gehabt am Anfang. 3, 4, da mussten abreisen, berufsbedingt, aber wir sind immer noch 26 und spielen rund um die Plätze. Einmal zur Probe und dann als Turnier. Und als Beiprogramm waren die Gäste noch auf den Bregenzer Festspielen, auf der Tosca, zur Premiere am Mittwochabend und wir werden das nächstes Jahr wiederholen. Also die Dame ist eine exzellente Spielerin, die dürfte ihr Paar spielen und wir zwei Herren, wir hinken ein bisschen hinten nach, hinter unserem Paar. Das ist meiner. Dass ich eigentlich Golf spiele, ist eine klare Frage, weil ich einfach in meinem Alter bin, gleich mal 80 Jahre, und ich brauche einen Zeitvertreib und das ist gesund und ist ungefährlich, da höchstens der Blitzkarte treffen und man hat eine gute Bewegung und man hat eine frische Luft und ein bisschen konzentrieren sollte man sich auch. Und das ist der Grund, warum ich Golf spiele. Ich spiele nicht gut, aber ich spiele gerne. What shall we do? Das ist ein Lauf. So läuft es momentan gut, oder? Ja, das dritte Birdie hintereinander. Mehr kann man sich nicht erwarten, oder? Und wie gefällt Ihnen der Platz? Ja, sehr gut, man muss genau spielen. Praktisch mit jedem Schlag wie aufs Grün, so auch aufs Fairway. Die Eisen sind gefragt. Geld bestimmt unser Leben. Was aber ist Geld? Woher rührt sein Wert? Wie ist dieses Geheimnis zu entschlüsseln, dass dieses stoffliche Nichts eine derartige Macht über die Menschen gewinnen kann, dass sie für Geld alles tun und ihr Tun am Geld messen? Diesen und ähnlichen Fragen widmet sich das diesjährige Philosophikum Lech. Geld, was die Welt im Innersten zusammenhält? Das 12. Philosophikum Lech. Vom 17. bis 21. September 2008. In unserem zweiten Beitrag geht es um den zweiten Teil des Interviews mit Adi Werner. Wie Sie wissen, war Adi Werner Gast auf Rainers Couch, unserem Talkshow-Format. Und im zweiten Teil geht es um die Menschen Adi Werner und um die Person Adi Werner und wie er zu dem wurde, was er heute ist. Hier kommt Adi Werner auf Rainers Couch. Mein Name ist Rainer Dirkes. Herzlich willkommen, liebe Zuseher bei Arlberg TV, zu meiner Sendung Rainers Couch.
Ja, heute zu Gast bei uns, zu Gast bei mir, Adi Werner, eine sehr bekannte Persönlichkeit, nicht nur hier in der Arlberger Region, sondern im ganzen Land und über die Landesgrenzen hinaus. Adi Werner, damit verbindet man vielfältige Eindrücke. Einen ganz besonderen, den darf ich äußern, Adi, das wären 3W, sage ich einmal ein bisschen flachsig: Wein, Weib und Gesang. Jetzt weiß ich nicht, ob du damit einverstanden bist. Also ich glaube, mit dem W für Wein und mit dem G für Gesang bist du auf jeden Fall einverstanden. Mit dem zweiten W, Wein, Weib, Gesang, würdest du da protestieren? Ja, erstens, singen kann ich nicht. Ich kann zwar saufen, aber nicht singen. Aber du singst gern. Ja, aber falsch. Ja. Falsch, ich kann nur immer die Texte, aber ich habe leider kein Gehör. Ich liebe gern Rhythmus und Operetten, aber ein richtiges Musikgehör habe ich leider nicht. Aber Wein ist schon eines der Hobbys. Meine drei Hobbys ist die Wirterei, der Wein und die Bruderschaft. Damit haben wir das also schon getroffen. Also du bist ja ein bekannter Gastronom, ein Wirt, wie du dich bezeichnest, hast ein großartiges Hotel, ein Fünf-Sterne-Hotel, bist Bruderschaftsmeister in dieser Bruderschaft St. Christoph am Arlberg und liebst den Wein. Du bist natürlich im Tourismus auch in verschiedensten Funktionen tätig, bist so ein bisschen auch ein Tausendsasser, der überall auftaucht, vor allem auch im sportlichen Bereich. Bei vielen Weltmeisterschaften sorgst du für Stimmung, für gute, flüssige Verpflegung, für viel Humor. Das ist der Adi Werner jetzt im Jahr 2008 und in den letzten Jahren. Aber mich würde es persönlich auch interessieren, Adi Werner, als Mann kann man ja sagen, wann man geboren wurde. Wo bist du eigentlich geboren worden? So in kurzen Stichworten, was hast du für eine Schule gemacht? Wie bist du zum Tourismus gekommen? Wie bist du überhaupt hierher zum Arlberg gekommen? Also 36 in Wien geboren. Mein Vater war Tierarzt. Wir waren 5 Kinder. Der Vater ist bereits 1940 verstorben. Dann war die Mutter mit den 5 Kindern allein. Dann kam der Krieg und die Bomben nach Wien. Dann wurden wir ausgebombt. Und von dort sind wir dann Gott sei Dank zur Schwester meiner Mutter durften wir nach Bruck an der Glocknerstraße bei Zell am See. Und dort haben wir die letzten Kriegsjahre erlebt. Es war ein Gasthof, ein großer. Und nach dem Krieg waren die Amerikaner dort. Aber so ab 48 begann wieder der Tourismus. Meine Volksschullehrerin hat geglaubt, das ist ein gescheites Büble. Die Mutter hat natürlich kein Geld gehabt. Jetzt hat sie mich nach Salzburg geschickt zu ihrer Mutter. Dort haben sie mich im zweiten Klass Gymnasium ausgekaut. Mit 2,5 in Latein und Deutsch. Und dann haben wir nach einigen festen Watschen von der Mutter die Hauptschule in Zell am See fortgesetzt. Und natürlich haben wir täglich im Betrieb meines Onkels gearbeitet. Und daher kam auch die Freude am, diese Nähe zum die Freude am Gastgewerbe. Und meinem Onkel ist es gelungen, im damaligen sehr berühmten Hotel Bellevue in Bad Gastein für mich eine Lehrstelle zu ergattern. Das war ja damals wirklich ein Segen, wenn man eine Lehrstelle bekommen hat nach dem Krieg. Und dort habe ich meine normale Ausbildung gemacht. Der Herr Wührer hat anscheinend an mir Gefallen gefunden. Er hat mich sehr stark gefördert. Ich kam dann in die Küche ein Jahr und dann war ich in der Rezeption. Und dann hat er mich laufend ins Ausland geschickt, nach Italien, nach England und nach Frankreich. Und irgendwann hat er gesagt, hör einmal, wenn du weiterkommen willst, musst du die Hotelfachschule in Lausanne machen. Und dort habe ich mich angemeldet, haben mir zurückgeschrieben, in 5 Jahren kann ich mich wieder melden. Sie sind ausgebucht für 5 Jahre. Aber das wieder, war ungefähr zu welcher das Zeit? Das war 58, zur Zeit der Weltmeisterschaft, alpine Weltmeisterschaft in Bad Gastein, mit dreifachem Sieg von Toni Zeiler. Und der Josel Rieder war und der Josel Rieder im Slalom. Und der Badi Werner ist 50 Meter vor dem Ziel gestürzt, ja, mit einer super Zeit. Und von der, wieder war das die Beziehung vom Herrn Wührer, dass ich trotzdem einen Platz ergattert habe. Im Jahr 1959 war die zweite Hürde, ich hatte keine Matura. Dann hat man da die Augen zugedruckt, da habe ich mich sehr angestrengt und es war für mich kein Problem, da auch ohne Matura ganz vorne mitzumischen. Und das war 1959, dann sind wir noch beim Mutterganger wieder Geld verdienen als Kellner und von beim Mutter habe ich dann durch einen Zufall von einem österreichischen Generaldirektor eine super Stelle gekriegt als Direktionsassistent auf den Bahamas. Und dort haben wir auch sehr gut verdient. Und dort haben wir dann schon mit den Freunden, wo wir 59 das erste Jahr Hotelfachschule gemacht haben, wir schon ausgemacht, 62 gehen wir wieder nach Lausanne in das zweite Jahr. Und bis dorthin haben wir das Geld beieinander gehabt und dort war